Hallo, meine lieben Schnitzelfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Beim letzten Mal hat DxTory leider meine Audiospur vom Mikro verschluckt. Tut mir wirklich verdammt leid. Wahrscheinlich wollte mein Mikro nicht wirklich erkannt werden und deswegen hat es einfach nicht funktioniert. Außerdem sind wir ein ganzes Stück durchs Puppenlevel gekommen und sind, glaub, wieder im unteren Bereich des Puppenhauses und durften auch diese Szene mit angucken und dürfen uns jetzt hier natürlich ein ganzes Stück wieder durch die Gegend durchschnetzeln. Schnetzel, Schnetzel. Aber ganz ehrlich, ihr wisst ganz genau, welche Waffe ich lieber mag. Hallo, Pferdchen! Und roll! Ja, ich liebe dieses Pferd. Dieses Pferd macht mich glücklich. Und hier ist eine Erinnerung. Habe ich die beim letzten Mal übersehen? Ich glaube nein. Mal gucken. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Oh. Ja, aber so schön kann man den Tod beschreiben. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist echt eine wunderschöne Beschreibung. Ich muss auch ehrlich sagen, der Tod soll auch am besten nichts Schreckliches sein. Es sollte eher etwas Freude darin liegen, darauf, dass diejenige Person vielleicht in ein anderes Leben einkehrt. Man weiß es ja nicht so genau. Und hier sehen wir schon die ersten Kinderchen, die zu Puppen verarbeitet werden. Sie tun mir echt so leid. Da seht ihr euch an, die armen Kleinen. Wie sie am Laufband hängen und... Hallo ihr! Euch habe ich ja lange mal nicht mehr gesehen. Na, ein Glück, dass ich da eine Allzweckwaffe gegen habe. Oh, und da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Na komm, streck dein Köpfchen raus. Ich hasse diese Fliegviecher. Na komm schon, lass dich töten. Und genau deswegen benutze ich lieber die T-Kanone. Au, genau wegen sowas. Stirb und... Stirb. Und noch irgendwer, der sterben möchte? Nein, dann ist ja gut. Dann wird mal hier weitergemacht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass nicht mehr so viele von den Fliegfliechern kommen, weil die mir doch ordentlich auf den Nerv gehen. Oh, da unten nicht mein Zeug. Was ist das? Oh, da ist eine... Da ist eine... Erinnerung, die will ich haben. Haben will. Dann müssen wir wahrscheinlich da rüber. Sieht zumindest ganz so aus. Damit wir eine weitere Erinnerung an die Familie Little haben, wird wahrscheinlich sogar die letzte sein, die wir sehen werden. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, was sie da nicht tun wollte. Deswegen möchte ich das hier auch nicht weiter ausführen. Da unten kommen sie auch raus mit fertigen Köpfen oder mit kaputten Köpfen. Diese armen Dinge und... Das sah gerade kurz aus, als hätte sich diese Puppe erhangen. Armes, kleines Püppchen. Und sie machen aus den Kindern einfach Marionetten für ihre eigenen fiesen Taten. Ich finde das nicht schön. Und seit wann hat ein Hirschkäfer so einen Brustkorb?
Soweit ich weiß, bestehen die aus Chitinpanzer. Ach, es ist wundervoll. What a wonderful cat's life. Halt, Moment. Falsch. Das war was von Vocaloid. Das passt hier irgendwie nicht her. Oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Genau deswegen mag ich diesen Typen überhaupt nicht. Er ist krank. Er ist einfach nur krank. Er ist eine Sackfalte der übelsten Sorte. Deswegen mag ich ihn nicht. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Arme Alice. Du hast es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit! Der Schaden, den du Kindern zufügst! Der Missbrauch! Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie! Mein Geist! Der infernalische Zug! Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Oh ja, dieser Zug muss aufgehalten werden, und zwar so schnell wie möglich. Jetzt sind wir selbst ein Püppchen. Was ist nur geschehen? Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Na, wart's nur ab. So schnell lassen wir uns nicht von dir abspeisen, Mistkerl. Ah, Lord Leck hat sich wieder angemeldet. Da sehen wir es doch. Also jetzt scheint's wirklich dem Ende zuzugehen. Wo sind wir? Warum sind wir normal? Und was ist das? Es gibt so viel zu sehen und es schneit. Ist das nicht wundervoll? Oh, diese Steine hängen in der Luft. Das sollten sie, glaube ich, nicht tun. Ah, wunderschön Schnee, aber diese armen Kinder tragen ihre Nummern und gehen umher, wandeln wie Geister. Nichts ahnt, dass sie vielleicht bald missbraucht werden könnten. Diese armen Kleinen. Sie tun mir echt leid. Da möchte ich noch nicht runtergehen. Ich möchte mich noch ein wenig umgucken. Hier schon wieder eine Barriere aus fliegenden Steinen. Und sie wandeln einfach, nichts ahnt, was ihnen geschehen könnte. Sie tun mir so leid. Aber ich werde dem Ganzen jetzt ein Ende setzen. Maschinenfabrizierte Korsetts. Oh ja. Schade, dass meine Taille zu kurz ist, um ein Korsett zu tragen. Naja, nicht wirklich. Es gibt ja auch kurze Korsetts, aber da ein gescheites zu finden, was auch noch gut aussieht, kannst du lange suchen. Ab in die Tiefe. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Stirb, du Wichser. Stirb!
Von dir werde ich mich ganz bestimmt nicht umkrempeln lassen. Ich steige auf den Zug auf und werde dir die Arme einzeln ausreißen. Okay, jetzt gehe ich vielleicht doch etwas zu weit. Aber ganz ehrlich, wer wäre nicht sauer auf diesen Wichser? Willkommen auf dem infernalischen Zug. Na dann wollen wir mal. Sieht aus wie eine Kathedrale. Hat irgendwie auch was Schönes, aber leider bloß architektonisch. Also wenn ich das jetzt versuchen dürfte zu analysieren, würde ich sagen, das könnte vielleicht Gotik sein. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil meine Kunstgeschichte ist noch ein bisschen, ist schon eine Weile her wieder. Also so genau wüsste ich jetzt nicht. Aber es könnte Gotik sein. Hallo, Hutmacher! Ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein, wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen, jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzler. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Auf keinen Fall. Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Ach sicher? Das werden wir ja noch sehen. Holst du dir nun deine Strafe ab? Onkel Raupe. Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Ja, also, da hat Onkel Raupe eindeutig recht. Man sollte den Leuten helfen, bei denen man wirklich ansieht, dass sie missbraucht werden. Auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Wenn man wirklich Beweise dafür hat, dann sollte man ihnen auf jeden Fall helfen. Ist wirklich wichtig. Und dieser Zug reist weiter in die Hölle. Ich habe mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst. Das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünsche. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben!